Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory. So, ich habe in der Zwischenzeit einfach mal da weiter fleißig die Seeds gegossen, wie auch immer, bis wir dann aus dem Dye Seed insgesamt 12 Technicolor Essence bekommen haben. 6 davon habe ich schon verarbeitet zu Rose Red und Dandelion Yellow. Und das werde ich gerade auch mit nochmal 3 weiteren tun. Ich glaube, das eine Rezept war so und das andere Rezept war so. Genau, und die hier können wir jetzt mischen mit denen. Ich brauche hier nämlich insgesamt 4 Stück davon. Dann haben wir diese 4 hier. Und das Ziel für jetzt gerade ist, ein Lilypad ein Lilypad of Fertility zu machen. Und den Floral Fertilizer haben wir damit jetzt gerade schon fertiggestellt mit diesem Rezept hier. Das Lilypad selber haben wir ja auch schon. Jetzt fehlen also nur noch in 1000 Anführungsstrichen die 4 Magical Fertilizer. Dafür brauchen wir 16 Minizio Essence, 16 Bone Meal und 4 Diamanten. Wir haben genug Essenz schon mal, das ist schon mal sehr gut. Und, oh, der wächst ja auch interessant. Wächst nicht so wie hier normalerweise die Bäume hier. Okay, und wir haben Diamanten. Ach, da sind, okay, haben wir auch genug, cool. Dann brauchen wir allerdings noch mehr Bone Meal. Und ich hatte für Bones auch schon mal geguckt, also wir könnten die, glaube ich, einfach direkt craften zu 3 Bone Meal. Na komm, wo ist es? Oder auch nicht? Hier irgendwo? Achso, ja, okay, also wenn man nichts dazu gibt, kommen nur 3 daraus. Wir können anscheinend irgendwelche Asche dazugeben, dann kommen bis zu 7 daraus. Wie stellt man denn die Asche her? Ah, okay, man kann einfach Säpplinge einschmelzen. Na ja, gut, also wir könnten sogar ein bisschen mehr noch machen. Meine einfachste Lösung, die ich schnell gefunden hatte, war eigentlich, die hier einfach zu pulverisen. Da kommen auch jedes Mal 6 Bones raus. Das ist dann schon reichlich. Okay, mehr machen wir auch erstmal nicht. Die haben ja auch noch irgendwelche anderen Usages. Hier Zombie Pearls, Skeleton Pearls und so weiter. Deswegen nicht mit allen. Okay, so, dann haben wir eigentlich schon genug, um diese Dingsbums hier, Magical Fertilizer, hinzubekommen. So, ich finde das ein bisschen schade, dass der die Ressourcen nicht übernimmt. Geht das irgendwie nicht mit? Ah, okay, also wenn man hier, nochmal zur Erklärung, wenn ich hier einfach nur so auf das Fragezeichen klicke, dann zeigt er mir hier quasi diesen Placeholder an, was wohin kommt. Wenn man dabei aber Shift gedrückt hält und dann linksklick, dann setzt er einem die Sachen da direkt rein. Perfekt, sehr cool. Also kann ich jetzt zum Beispiel auch so und direkt fertig gecraftet. Cool. Okay, wir haben jetzt ein Lilypad of Fertility. Soweit ich weiß, hat das eine Reichweite von 4 in jede Richtung. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Hat sich jetzt gerade was geändert? Überall sind diese kleinen Zeichen. Waren die da eben auch schon? Geht es kaputt, wenn ich es wegnehme? Ich glaube nicht. Ah, nee, es ist heile geblieben. Okay. Also die kleinen Zeichen scheinen da immer noch zu sein. Ich dachte vorher immer, die kämen von der Gießkanne. Aber die sind da scheinbar immer. Okay. Wenn ich das hier hinsetze. Na, optisch erkennt man jetzt nicht irgendwie direkt einen Unterschied. Ich muss dann auch nochmal gucken, wie das mit der Reichweite so ist. Und ich glaube, das stackt auch. Also wenn wir zum Beispiel daneben noch einen ersetzen würden, dann würde das die Umgebung, glaube ich, tatsächlich noch schneller wachsen lassen. Okay. So, damit ist das Wichtigste für heute eigentlich schon mal geschafft. Oh, hier muss ich mal ein bisschen umräumen auf jeden Fall. Das Holz muss eigentlich schon mal weiter rüber zur Verbrennungsanlage. Rrr. Pflanzen habe ich, glaube ich, alle hier reingetan. Ja, Säpplinge können da auch ruhig rein. Das passt schon. Kaktus, Sugarcane und Kakao. Ja, die würde ich schon eigentlich alle 3 gerne noch anbauen. Dass wir zumindest überall ein bisschen mehr auch davon haben und nicht irgendwie nur einen Seed oder so. Die hier können wir mal gerade verarbeiten. Na, das Rubberzeug nicht. Und die Truhe hier wieder auffüllen. Oh, die ist ja noch fast voll. Ach so. Ach, weil wir hier gerade gar nicht mehr weiter sieben und so, haben wir auf einmal plötzlich gar nicht mehr so einen Holzverbrauch. Okay, cool. Gut, so, das haben wir auch. Mal wieder ein schlauer Blick auf meine Liste. Okay, ich würde also ganz gerne den Harvester mal probieren zu machen. Ich glaube, wir haben schon gesehen, wir können das ja auf jeden Fall nochmal neu einschmelzen und dadurch kriegen wir dann den Raw Rubber, oder ne, Quatsch, Raw Plastic, im 1:1 Verhältnis. Und hieraus können wir dann die Sheets machen. Hier kriegen wir 4. Und die haben dann als Usage zum Beispiel einen Harvester. Da brauchen wir 3 für, aber auch für die Factory Machine Block nochmal 3, also 6. Also müssen wir insgesamt 8 umwandeln. Boah, dauert das so lange? Ach, 2 sind jetzt schon fertig. Hä? Manchmal aktualisiert sich das irgendwie nur ganz komisch. Okay, die macht man, hatten wir eben gesagt, in 3ern. Und das sind 13, dann machen wir mal 15 daraus. So. Und dann können wir den Machine Block schon mal vorbereiten. Und wir können auch die Schere schon mal machen. Dafür brauchen wir ja nur Eisen. Und für den Maschinenblock brauchte man, glaube ich, noch Stone. Ich weiß aber nicht, ob Clean Stone oder normaler Stone. Okay, also, die 3 waren so. Nein, waren sie nicht. Okay, schade. Ach, das waren 4er-Dings hier, oder was? Ja, Mist, okay. Dann holen wir gerade noch was. So.
So? Ah, ja, okay, doch vier. Ich hatte das eigentlich so in Erinnerung, dass das hier drei in einer Reihe waren und da kommen dann vier Plastiksheets raus, dachte ich. Oder vier hier so angeordnet und da kommen drei Plastiksheets raus. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall, dass das nicht eins zu eins war, habe ich eigentlich so in Erinnerung. Naja, gut. Okay, das ist nicht der Machine Block. Dann gucken wir mal gerade, wie wir den machen. Factory Machine Block. Ja. Okay, das muss Cleanstone sein, denke ich. Und dafür kriegen wir da dann auch direkt drei Blöcke raus. Das ist also auch ganz praktisch. Komm, wir machen einfach mal richtig viel Cleanstone. 45 Stück schadet ja nicht. Okay. Sehr gut. Das läuft also so vor sich hin. Was müssen wir sonst noch machen? Also mit dem Block will ich dann eigentlich einen Planter ja auch direkt haben. Flower Pots. Einfach aus Bricks. Bricks kriegen wir aus Clay. Clay haben wir noch hier. Sonst noch irgendwo? Ne, ich glaube, das war es dann. Okay, dann tun wir mal das restliche Holz gerade hier wieder zurück. Das Bone Meal fasse ich mal mehr oder weniger hier als Erz auf. Das passt so einigermaßen da rein. Und. Was wollte ich jetzt? Verwirrung. Was hatte ich vor? Warum hier fehlt das Item, was ich. Ach nee, da, Clay. Okay. Dann wollte ich den Clay kleinhauen zu normalem Clay, also in Kugelform. Was ist da das Beste für? Gibt es kein gutes Rezept? Muss man einfach nur so von Hand kleinhauen. Okay, dann machen wir das eben. Dann können wir auch hier mit dem Mattock, das ist ja so eine Schaufel-Axt-Mischung. Okay, mit den 12 hier können wir dann auf jeden Fall uns Bricks herstellen, mit denen wir die Flower Pots hinbekommen. Dann habe ich eben gesehen, brauchen wir auf jeden Fall noch einen Piston. Dafür fehlt uns allerdings der Redstone. Das ist ärgerlich. Redstone kommt, glaube ich, aus Dust raus, ne? Ist hier noch ein. Ah, hier sind noch 9 Dust. Vielleicht reicht das. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen einen Redstone. So. Wir können aber auch gerne schon mal hier einfach das weiter runter pulverisen zu dem, was wir brauchen. Okay. So. Ho, 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 ho. Jetzt müssten hier, genau, Cleanstone ist soweit fertig. Zack, dann haben wir die Factory Machine Blöcke. Und hier, gut, der einen Flower Pot können wir schon machen. Der zweite kommt dann gleich. Die Schere wollte ich machen. So. Und dann macht man den Harvester, wenn ich mich das ja jetzt gerade richtig dran erinnere, so, nur dass da noch ein Plastiksheet fehlt. Die sind hier hinten. So, da ist noch der Stone, okay. Also so. Jetzt haben wir den Harvester schon mal, sehr cool. Jetzt brauchen wir noch den Planter. Also wer diese Maschinen nicht kennt, im Grunde genommen der Planter, wie der Name schon vermuten lässt, der sorgt eben dafür, dass man neue Pflanzen damit anpflanzen kann und der Harvester, der erntet die dann eben weg, sozusagen. Okay, was fehlt? Usages, Planter. Ach so, der Piston fehlt noch, genau. Okay, wie sieht's Redstone-mäßig aus? Haben wir schon was bekommen? Da, so. Oh ja, haben wir schon drei Redstone. Cool. Also da habe ich irgendwie letztes Mal und auch dieses Mal gerade schon wieder extremes Glück gehabt, dass tatsächlich genau das rausgekommen ist, was ich brauche. Redstone hat, glaube ich, auch nur 13% oder 17% oder sowas. Okay, Pisten. So. 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 Und jetzt fehlt wieder ein Eisen. Das nehmen wir uns von hier. Verdammt, hätte ich mal das nicht mit dem Holz gemacht. Jetzt stört mich das Holz nur schon wieder im Inventar. So, okay. Das weg, das dahin und Holz. Ein bisschen was werden wir hier los. Okay. Gut. Redstone da rein, Eisen da rein. Wir haben den Harvester und jetzt können wir hier noch den Planter machen mit dem Piston. Zack, sehr schön. Okay, cool. So, und die Idee oder meine Idee oder die allgemeine Idee oder wie auch immer, irgendwelche Ideen sind jetzt auf jeden Fall, Planter und Harvester hier hinzustellen und die machen das dann irgendwie vollautomatisch. Das ist eigentlich so das Ziel. In den Harvester müssen dann auch noch Range-Upgrades rein, dass der mehr Reichweite hat. Aber so von der Sache her soll das eigentlich so klappen. Wir können noch mal gucken, ob ich vielleicht noch so einen zweiten Furnace-Generator kurz mal hinkriege. Denn jetzt mit Kabeln da schon rumzuhantieren, finde ich noch ein bisschen Overkill. Oder? Ja, doch, vielleicht die ersten Kabel. Wir haben eigentlich noch nicht viel Stromproduktion. Ich weiß nicht, ob sich das hier wirklich schon lohnt. Die günstigsten dürften die da sein. Conductive Iron, naja, eigentlich brauchen wir dann auch erst einen Alloy-Smelter und so. Nee, komm, wir machen einfach lieber noch einen Furnace-Generator. Oder gucken nochmal, welche Generator es noch so gibt. So. Also. Survivalist ist der, der fast gar nichts macht. Furnace braucht halt einen Block of Iron, zwei Redstone, aber das würden wir jetzt ja gerade so hinbekommen. Lava, joa. Ich weiß nicht, wie viel RF pro Tick der macht. Das ist das Ding. Ich würde jetzt ungern eigentlich die 5 Gold dafür ausgeben. Und auch den Block Eisen, wenn er dann nachher doch irgendwie nur 10 oder so pro Tick macht. High Temperature kann man machen. Also ist auf jeden Fall ein günstiges Upgrade sozusagen für den hier. Für den Furnace Generator, den wir schon haben.
Soweit ich weiß, ist der aber deutlich ineffizienter. Also ich sage mal, ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber ganz grob überschlagen, der macht vielleicht doppelt oder dreimal so viel Energie wie dieser Furnace Generator, kostet aber, also braucht aber eben deutlich mehr als zwei oder dreimal so viel Eisen. Quatsch, nicht Eisen, sondern Holz natürlich. Von daher, die Effizienz ist da einfach deutlich schlechter. Okay, ja, dann lass uns mal einfach diesen noch so einen Furnace Generator machen. Ich glaube, das bietet sich am meisten an. Also einen Block Eisen haben wir. Dann brauchen wir einen Ofen dafür, habe ich, glaube ich, gesehen. Den da sammeln wir gleich wieder auf. Der kommt, glaube ich, unten hin. Redstone hier hin und da oben auch nochmal Eisen hin. So, und dann haben wir noch einen Furnace Generator. Sehr schön. Den stelle ich mal erstmal einfach nur daneben hier. Zack. Und ein bisschen Holz da rein. So. Und jetzt hat der Harvester hier genug Energie zum Arbeiten. Er idelt auch so vor sich hin. Und aktuell gibt es hier eben nichts abzuernten direkt vor ihnen. Deswegen macht er jetzt noch nichts. Man kann dem jetzt Range-Upgrades geben. Da müssen wir mal gerade gucken. Und ich muss mir auch überlegen, welche Größe ich da überhaupt haben will. Also welches Reichweiten-Upgrade. Okay, es gibt nämlich Lapis, Tin, Iron, Copper, Bronze, Silver, Gold, Quartz, Diamond, Platin, Emerald und Kabel. Oh Gott, Kabel minus 1, ey, das ist ja stumpf. Aber ansonsten waren die gerade in aufsteigender Reihenfolge. Und mit Emerald kann man insgesamt den Durchmesser auf 25x25 bringen. Also der Radius wird um 11 erhöht. Standardmäßig ist der Radius quasi 1. Und also man hat hier in der Mitte einen, also sagen wir mal, also man hat sozusagen, das da ist quasi das Grundding und von da aus in jede Richtung einen weiter. Also sozusagen von da aus ein Radius von 1. Man kann diesen Radius um 11 erhöhen. Man hat also ein Ding in der Mitte und dann insgesamt 12 in jede Richtung. Statt nur einen in jede Richtung, 12 in jede Richtung. Also 12 plus 1 plus 12 sind 25. Eine Farm, die 25 mal 25 groß ist, ist allerdings schon echt verdammt riesig und der Harvester braucht auch ziemlich lange, um die durchzuarbeiten. Eine übliche Größe wäre also vielleicht hier so Copper oder so zu nehmen, damit man dann auf 9 mal 9 kommt. Oder Iron, muss man gerade nochmal nachdenken. Ja, Iron ist eigentlich das Richtige, genau. Also wir haben ja ein 3x3 jetzt standardmäßig und wir erhöhen es dann damit auf 9 mal 9. Das wäre also so das Ziel. Ah, okay, hier brauchen wir noch mehr Raw Plastic. Habe ich echt keinen mehr? Doch, drei habe ich ja noch. Das reicht genau, ne? Nochmal gucken. Iron, genau, das reicht. Perfekt. Hier brauchen wir dann, geht ja auch ein Gold Nugget. Gold Coin, Gold Nugget geht auch. Schon wieder zwei Redstone. Die haben wir jetzt nicht noch zufällig, ne? Nee, okay. Gut, dann muss ich die für nächste Folge einfach vorbereiten. Den Gravel nochmal kleinhauen hier. Dass wir dann nächste Folge genug Redstone haben. Und dann können wir da nämlich das Range Upgrade reintun. Und eigentlich müsste jetzt blöderweise hier, wo das Wasser ist, dann noch der Harvest, der Planter hin. Ich weiß nicht, wie ich das genau mache. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht die Reichweite von dem Lilypad genau. Also ich versuche das mal bis nächste Folge alles in Erfahrung zu bringen. Dass wir uns auf jeden Fall irgendein gutes Setup hier ausdenken können. Dass das dann so effizient läuft. Und es kann immer noch passieren, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass der Harvester gar nicht kompatibel ist mit den Magical Crops hier. Das könnte auch noch sein. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Ich werde es jetzt gerade mal einfach ausprobieren. Ich züchte die mal einfach hoch, bis gleich der erste fertig ist. Und dann gucken wir mal, ob er die automatisch aberntet oder nicht. Na komm, jetzt wird nichts fertig. Na los. Ja, doch, cool. Oh, sehr schön, das ist kompatibel. Er baut das also einfach ab. Jetzt haben wir aber das Problem, man sieht das, er baut die Pflanze eben komplett ab. Heißt vor allen Dingen, dass da keine Seeds mehr sind und keine Seeds mehr nachwachsen. Also es ist dann noch nicht vollautomatisch. Aber immerhin hat man quasi sich die Hälfte der Arbeit dann schon mal gespart. Das ist also ganz praktisch. Man hat auch gesehen, die Erze kommen hier hinten raus. Wenn ich eine Truhe, ich weiß gar nicht, ob die Truhe daneben stehen darf. Kann sogar sein, dass die Truhe hier hinten stehen muss. Denn man sieht hier hinten ja auch dieses Ausgangsloch sozusagen. Und ich glaube, der tut das dann einfach hier in die Truhe rein, wenn man das jetzt hier nochmal nachmacht. Aua, 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 die tun immer so weh, die Pflanzen. Ah, Menno. Okay. Gut, so, dann lass uns mal noch... Naja, ich mache mir halt schon wieder meinen Mattock damit kaputt, wenn ich das jetzt hier abbaue. Ich muss das eigentlich in kleineren Mengen abbauen. Vielleicht nur das Holz, so. Okay, wie viel ist denn noch zum Level up? Oh, noch mehr als die Hälfte. Dann machen wir einfach nur das Holz hier und die Bäume gehen ja von alleine weg. Andersrum, wir machen nur das Holz und die, ja doch, die Blätter gehen von alleine weg, so. Nein, ich habe schon wieder keinen Inventarplatz. Ah, hier ist auch kein Platz. Ah, okay, dann Notfall. Wir machen noch schnell eine Doppeltruhe, schmeißen das weg, nehmen das, schmeißen das weg und so weiter und machen uns hier irgendwo noch eine Holztruhe hin. Da los, ganz auf die Ecke. Da kommen einfach irgendwie Hölzer hin.
Ist eigentlich nicht gut, dass das nur eine Einzeltruhe ist. Muss eigentlich direkt eine Doppeltruhe sein. Aber ist ja für jetzt gerade erstmal okay. So. Das kommt da auch noch rein. Zack, 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 zack. So, was haben wir noch hier? Da, Birch Seed. Akazien Seed. Was stand da gerade? Sechs. Achso, das ist der. Ich hatte irgendwie gerade 6x4 gelesen oder sowas. Aber das war nur hier die ID. Schon gut. Okay. Den Kram räumen wir noch weg. Und der Rest kann eigentlich schon wieder so bleiben, würde ich sagen. Alles klar. Gut, das wäre es für die heutige Folge. Ich versuche, wie gesagt, bis zur nächsten Folge dann mal in Erfahrung zu bringen, wie das so ist mit den Reichweiten und so weiter. Und welche Schritte wir dann noch so gehen müssen, um das alles zu automatisieren. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne mal wieder einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann ganz regulär morgen zur nächsten Folge. Tschö.